sage Welcome to Bunny Sport. Heute RB Leipzig. Für wenig bis gar kein Geld. So habe ich ein Outfit zusammengestellt, natürlich in den Vereinsfarben Rot-Weiß. Schaut einfach bei euch im Schrank, seid kreativ, stellt ein bisschen was zusammen. Vielleicht habe ich euch Anregungen dafür gegeben oder ihr macht es vielleicht genauso nach. Und geht dann direkt zum Spiel und lasst es so richtig krachen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, jetzt dranbleiben, anschauen und einfach nachmachen. Da bin ich. So, ich habe hier dafür rote Faschingsschminke benutzt mit einem Pinselchen. Ist meistens dazu. Voll praktisch, den tuckt man ins Wasser. Ich habe hier so ein kleines Töpfchen mit Wasser. Dann so ein bisschen schön eindrehen. Und direkt drauf losmalen. Direkt hier ansetzen und einen Bogen nach oben. Dann nehmt ihr euch die nächste Farbe und zwar natürlich Weiß und geht damit direkt einmal oben drüber. Ihr könnt da ruhig durch die Augenbraue durchgehen, das macht nichts. Schwarzer Kajal. Einmal vorne beginnt, zur Mitte. Bisschen Strand ziehen, kann man besser zeichnen. An den Wimpernkranz entlang führen. Schwarze Faschingsschminke. Cool ist ja, die gibt es in allen Farben, ne? So. Und dann sozusagen diesen Strich, den ihr hier seht, erweitere ich hier jetzt auch. Es geht einfach hiermit besser als mit dem Kajal, weil das sonst in dem Weiß verschmiert. Also lieber hiermit dann den Strich verlängern noch leicht zum Definieren. Die Wimpern, falls ihr die ein bisschen rot oder weiß gemacht habt, ich hatte die jetzt schon vorgeschminkt, dann einfach nochmal so ein bisschen drüber schminken. Wie ich jetzt hier vorne habe ich die so ein bisschen weiß gemacht. So, dann der Lidstrich obendrauf, da könnt ihr auch noch mal so ein bisschen schauen, ob ihr das noch stärker haben wollt oder ob es euch reicht. Ich gehe mir jetzt ein ganz bisschen nach. Würde ich gar nicht viel mehr machen. Die Augenbrauen würde ich jetzt noch mit dem Kajal ein bisschen nachzeichnen, dass sie nicht so untergehen. Ja, dann würde ich jetzt noch, weil es einfach richtig gut kommt und auch toll aussieht, und einfach nochmal so diesen Kämpfergeist, wie ich finde, weckt. Genau. Hier auf der Backe rot und weiß. So Kämpferstriche praktisch. So, also ihr nehmt rot, wieder Faschingsschminke, ganz einfach, und einen Strich. In Rot und ein in Weiß. Ja, die Lippen könnt ihr direkt auch mit dem Rot, wenn ihr wollt, könnt es auch so lassen. Aber ich finde es ganz cool, es kann knallen, das Make-up. Auch nochmal mit Rot nachmalen. So, also ihr könnt dann auch, ich habe ja auch einen roten Lippenstift, ne? Könnt ihr auch nochmal nachmalen. Also, puh! Weiter geht's mit den Haaren. Also, erstmal hier die Spänkchen raus. Ich würde
einen Zopf machen. Obendrauf, flippig frech. Bisschen lockerer auch, muss nicht so eng sein. So, dass ihr euch auch immer noch Strähnen rausziehen könnt. Ruhig schön hoch, wie gesagt. Frech und alles bisschen auflockern. Ich habe mal in den Schrank geguckt und habe ein rotes Haarband gefunden, was natürlich super passt. Rote Ohrringe gefunden, die mache ich auch noch mit rein. Ich habe noch ein cooles weißes Perlenkettchen gefunden, das mache ich ja auch noch mit rum. Wieso nicht? Also wirklich alles, was ihr so habt in weiß-rot, zieht es an, macht es euch drum. Hauptsache ihr fallt auf, Hauptsache ihr fallt im Verein auf. Den Fußballspielern. Denn die sind, denke ich mal, richtig stolz, wenn die solche Fans da sitzen sehen. Ich wäre stolz. Ich habe noch so eine coole weiße Sonnenbrille gefunden. Ich finde, die passt hier richtig toll zu. Deswegen setze ich die auch einfach nochmal so frech hier oben drauf. Zu guter Letzt will ich euch natürlich noch die Nägel präsentieren. Outfit ist jetzt fertig. Also was heißt Outfit? Klamotten sind fertig, Schminke ist fertig, Frisur ist fertig und die Nägel habe ich, das habt ihr bestimmt auch schon beim Schminken gesehen, in so ein Rot gemalt. Mit so einem weißen Strich darüber, also auch so ein bisschen kreativ geworden, das natürlich auch perfekt alles harmoniert und zusammenpasst. Ich drücke euch dann die Daumen, dass ihr gewinnt, der Verein RB Leipzig. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte das Liken und Teilen nicht und schreibt mal Kommentare drunter, wie ihr das findet und wie es angekommen ist, so auch bei den Gegnern und so. Okay, ich knutsch euch, eure Bunny Sport.